Hallo meine Lieben, das Video ist eigentlich schon überfällig, weil wir schon den nächsten Monat haben, aber ich wollte euch die Sakura-Box nochmal vorstellen. Die Sakura-Box, die geht ja jetzt erstmal in Pause, um das alles zu bearbeiten und einfach nochmal neu zu gucken, wie sich da jetzt was lohnt. Ich habe jetzt eine neue Verpackung. Meine erste Sakura-Box, die fand ich schöner. Also vom Design her. Die ist jetzt viel kleiner und vom Design her jetzt finde ich nicht so schön. Wir gucken einfach mal rein. Das ist die Karte, die mit dazu war. Die finde ich eigentlich ganz schön. Genau. Dann hatten wir einen kleinen Fotoständer oder Notizzettelständer, den man dann so hinstellen kann. Den finde ich auch ganz niedlich. Dann hatten wir ein Squishy drin. Also ich mag ja Squishies, aber dieser riecht, also der riecht sehr nach, ja, Dessert, aber irgendwie nicht so toll. Der ist auch hier an der Seite schon demoliert ein bisschen. Also den muss ich dann kleben. So, diesen Gedanken, ein Squishy reinzumachen, finde ich ganz schön. Aber vielleicht sollte man dann so ein bisschen mehr auf die Qualität achten. Genau, ich stelle die mal so ein Stück zur Seite. Dann hatten wir einen Ausstecher mit drin. Also ich finde es sehr liebevoll eingepackt mit diesen kleinen Tütchen. Es ist wirklich sehr schön. Das ist jetzt ein Herz. Genau. Dann waren Stoffschleifen mit dabei. Dann zwei silberne, zwei goldene. Blaue sind noch mit drin, pinke und so roséfarbene. Und das Thema war in dem Monat Deko denn. Also das sind alles so Sachen für Deko denn. Dann haben wir Glitzer. Einmal blau und lila. Und ja, die Masse muss man jetzt auch sagen. Das ist die Hälfte davon, aber das findet man ja überall eigentlich. Aber das ist ganz schön. Dann war wieder Verpackungsmaterial mit drin. Da kann man mit Kindern schöne Sachen basteln. Wenn man die nass macht, kleben die aneinander. Ich kann es ja mal zeigen. Ich habe hier einen Wassertopf stehen. Ja, und dann quetscht man diese aufeinander und dann halten die. Dann kann man daraus Tierchen basteln und Bäumchen und sowas. So ein kleiner Tipp am Rande. Dann war hier irgendeine Masse drin, wo ich nicht weiß, was man damit macht. Ob das jetzt zum Modellieren ist, was ich vermute. Es ist auf jeden Fall sehr weich, lässt sich gut verstreichen. Ziehen lässt sich es auch. Also da wäre vielleicht eine Beschreibung ganz schön, aber ich glaube, das wollten sie jetzt eh machen. Dass sie mal einen Zettel reinmachen, was in dieser Box drin ist. Dass man wirklich weiß, was man damit auch zu tun hat. Oder vielleicht Anregungen. Dann hatten wir so Spritztüllen drin, zwei Stück. Mit so einer Sahne. Die ist jetzt in grün gehalten. Und da kann man jetzt den Deckel abmachen, theoretisch. Und die Tüllen draufstecken. Genau. Dann ist natürlich, noch wenn es Deko denn heißt, ja, eine kleine Schale, wo man dann mit der Sahne arbeiten könnte, dem Glitzer und den Schleifen oder auch den Ständer da so ein bisschen verschönern. Dann sind hier so Cane-Stücke drin, also ganze Stangen. Das ist eine Blume, das ist ein Kreis, eine Erdbeere und eine Limette oder, nee, das ist auch nochmal eine Blume. Genau, die könnte man ja dann drauf streuen. Dann haben wir ein Modellierwerkzeug mit einer Kugel. Und hier ist so ein kleiner, also wie so eine kleine Schippe, wo man, denke ich mal, Glitzer rausholt und dann drüber streut. So würde ich das jetzt sehen. Dann hatten wir Acrylteile mit dabei. Also auch nochmal in so einem kleinen Säckchen. Das war einmal ein Stern und eine Wolke. Finde ich auch ganz schön, wenn man die dann damit drauf steckt. Also da kann man dann schon schöne Sachen mitmachen, denke ich. Und dann war hier noch so ein Knetstück dabei. Da muss ich wirklich sagen, da bin ich sehr ratlos, was das überhaupt ist.
Wer das weiß, kann es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Da weiß ich nicht, was das ist. Es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Radiergummi. Genau. Und zu guter Letzt sind da noch Sticker mit drin. Muss ich erstmal gucken. Ich glaube, es ist ein Bogen. Genau, an sich finde ich die Box sehr schön. Das ist mal was Neues. Sie ist auch bezahlbar. Aber ja, ist ein Bogen mit Sternen. Aber ich würde die Box wieder in die ursprüngliche Form zurückbringen, weil die war definitiv größer. Da hatte das alles mehr Platz und war schöner und stabiler. Was ich mir vielleicht noch wünschen würde, ist, wenn die dann noch separat nochmal eingepackt werden würde, weil die Post ist ja dann doch nicht immer so zuverlässig und da hat man dann oft mal eine zerknickte Box und wenn dann wieder was kaputt ist oder ich hatte schon mal, was es ausgelaufen war, das ist dann wirklich schade drum. Die Sachen an sich sind wirklich schön. Ich würde mir wünschen, dass da noch eine Beschreibung dabei ist, was es für Produkte sind, wozu man es benutzen kann, wie man es benutzt, dass man wirklich so eine Vorstellung hat, was man mit den Sachen machen kann. Aber ich finde es schön, dass es alles immer so ein Thema hat, Deko, denn man kann jetzt hier wirklich anfangen eigentlich und mit den Sachen schon was Schönes zaubern. Und vom Preis ist es okay. Also man kann vielleicht noch ein paar hochwertigere Sachen vielleicht dazu packen oder ein, zwei Gegenstände mehr. Das fände ich jetzt auch nicht schlecht, weil das ist jetzt wirklich, also ich mag Squishies, aber der riecht wirklich echt unangenehm und er ist überall kaputt. Ja, und ich habe jetzt nicht gezogen oder so, der kam schon so bei mir an. Genau, aber ich finde, sie machen das sehr schön und ich würde auch die nächste Box wieder abonnieren. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Video und dann habt noch einen schönen Tag. Tschüss!